Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte Obrise Marsch. Wir beginnen gleich mit Düngen auf unserer Wiese 3. Dazu holen wir mal eine Düngersteuer, wo wahrscheinlich Kalk drin sein wird. Den werden wir gleich entleeren. Vielleicht muss auch Kalk drauf. Muss ich mal ganz kurz schauen. So. Wenn natürlich Kalk, da muss geflücht werden. Aber den Augenblick machen wir es nicht. Schade, dass wir uns verschlafen haben. Aber es könnte vielleicht doch kalt sein. Mag auch nicht. Aber Flügen wäre angebracht. Na gut, okay. Wir müssen mal den Kalk hier Anführungszeichen entsorgen. Den würde ich gar nicht haben. Den werden wir hier schön hinstellen und den anderen einspeisen. Bietet den hier an. Stellen wir gleich mal hin, da kann man gleich gleich entsprechend. Ja, fahren wir mal ein bisschen zurück. Hat er überhaupt Pflegeberechnung? Ups, hat. Falls er plötzlich wächst, das wäre ganz gut, wenn man schon mal. Man ja keine Kollision, ne? Dünger! Wollen wir auch eigentlich Blödsinn, aber wir werden wahrscheinlich. Ah, ich mache noch voll, bis das Geld alle ist. Brauchen wir sowieso. Bei mir geht ja schnell, aber. Längerfristig gesehen wollen wir auch 2 Jahre. Sondern beim Ballenpressen, das dauert ja immer relativ lange. Wo ist der andere? Wo ist denn der? Hat er sich versteckt? Ach, da oben ist er. Außer Sichtweite. Sagt doch einer was. Dann ist es morgen früh die nächsten 2 Wiesen. Das passt. Gegen 18 Uhr wird das, 19 Uhr wird das wachsen. Und das Mähen geht relativ zügig, da geht man vorher fertig. Man macht es ja normalerweise nicht, wenn das noch das Gras liegt, hat man auch Dünger besteuert, ne? 15.000, naja, saftiger Preis. Hoffe mal, Ton und Musik passt. Dass das nicht so laut ist. Spuck aus, gib her. Können wir gleich nicht auf die Nord fahren, auf die Süd, mit die Nord. Immer durcheinander.
Dann können wir gleich mal schauen und den anderen gleich wieder rüberfahren. Dreißigtausend Dünger. Schon heftig. Ich bin müde. Ist das nicht gut? In die Zeit müde werden ist schlecht. Aber 10 vor 9. Also. War trotzdem zu früh. Geht mir das ja genauso und dann konnte ich am Nacken schlafen. So. Da ist er. Wieder weit zurückfahren, ne? So, was können wir noch machen? Überlegen. Kühe verkaufen. Mit einem anderen LKW. Chiptuning, wo ist er? Weil die Kühe verkaufe ich deswegen. Es könnte sein mit Season, dass die dann plötzlich weg sind. Ich weiß es nicht genau. Deswegen, weil ich nicht genau weiß, ob diese Kühe wirklich ein Mod sind. Ein Mod will ich aber dann deaktivieren. Ah, oh, verkaufen die Kühe. Kein Problem. Die besser Luft kriegen. Holsteinkuh. Das kann natürlich sein. Oh, ist ja dann so wenig dafür. 975. Ich glaube, ich spinne. Das ist ja nicht viel. Also Milchkühe, das ist ja kein Wunder, ne? Aber für die Wurst reicht's. Aber Schlachter haben wir hier nicht. Aber wir haben hier einen Viehhändler. Und daher kann man nicht sagen, die werden geschlachtet, sondern wir haben so einen Viehhändler gefahren. Und ein anderer Bauer, der die gerade braucht, kauft sich die. Gut gefüttert. Noch nicht alt. Ein paar Tage. Sehr gute Kühe, sehr gut. Kannst ein bisschen mehr zahlen, Junge. Die Schweine nicht. Ja, Vermögen hat es nicht gebracht. Sachsen geht, wie gesagt, später. Ja, zu weit gefahren. Ein Fehler. Ich war auf die Lageballen aus.
So. Einziger Vorteil, wir wollen kein Wasser holen. Und Futter. Jetzt haben wir da Futter gefahren, ne? Hey, hey. Aber gleich die Kühe neu kaufen. Hey. Bestätigen. Und ein bisschen Tiere mehr anschaffen, ein paar Kühe, noch einen zweiten Stall. Mastrinder zum Beispiel. Wäre eine Option. Oder so mehr so ein Hobby nebenbei. Vermögen kann man aber nicht verdienen. Was kostet eigentlich so eine. Hier sind so eine. Schwein, rosa, Pferd. Holsteinkuh. Wenn man kauft, kostet 4.000 fast. Einzigste, dass ich. Nee. Dass ich da im Prinzip. Oh, sag schon. Ein paar Kühe mehr bekommen habe, dass man sagen kann, okay. Das. Man hat dann, naja, verdienen kann man nichts sagen, also das Verlustgeschäft verkaufen. Hätte man genauso gut Risiko lassen können, okay, lasse ich das drinne, Risiko. Geld komplett verloren. Aber das in dem Falle, bei den letzten Tieren, kann man es mal riskieren, ne? Ob ich um 13.000 mehr habe oder halb weniger, ist auch wurscht. Stellen wir hier so hin im Schatten. Vögel aufschicken. Geht nicht wieder an. Ja, der ist nicht sauber, der Wurzel. Gedüngt 50%. Leider nicht geflügt. Was hat der Bauer vorher gemacht? Bevor er Kraft in den Haar. Hätte auch flügen können, ne? Hat nie einen erwischt. Damit mähen fast fertig. Fast. Aber die Musik halt von YouTube, also nichts Persönliches, ne? Ich habe was Passendes gesucht, also richtig passend habe ich keine gefunden. Naja, kostet ja nichts, was ist da verlangt. Vor allen gibt es keinen Ärger, den letzten Hochladen gibt es nur Warnings, also im Prinzip ist das okay. Also die BGH muss laufen, das ist auch nichts, ne? Also haben wir zu tun.
Obwohl er nicht voll ist, ne? Normalerweise fahre ich dann so nicht los, aber bis das wieder so genug da ist, dauert das noch eine Weile. Kommt so langsam vor. Dicht daran. Dann kann ich ja morgen bearbeiten. Oh, wo sind die ganzen Ballen hin? Weg! Aber 5 haben wir zu tun. Auch die andere Silage muss ich auch nicht unbedingt opfern. Und die brauche ich für die Kühe. Für Mischfutter. So. Ja. Kann ein bisschen dichter ranfahren. So, drei, vier eine Weile. 3 Stunden noch etwa. Ist ja so. Das scheint ja ein Loch zu sein. Muss mal schauen, ich hab doch irgendwo eine Fräse als Mod, und dann mal gleich testen. Kann man gleich mal kaufen. Das Geld müsste dafür noch reichen. Keinen freien Traktor, so ich weiß. So frei habe ich schon einen, aber den brauche ich nicht jetzt zum Düngen. Ist dann gleich fertig. So, meine Freunde, Landschaft, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Ich würde mich freuen über ein Like oder ein Abo. Dann seid mal Füße und den Winkel. Ciao, bis dann. Ciao.